Hallo und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider zusammen mit Manari. Moin moin. Wir sind hier in einem mittelmäßig großen Gebiet, würde ich mal sagen, ja, wo wir so ein bisschen was absuchen können und mindestens die Hälfte davon noch nicht machen können. Und ich will noch keine Tiere erledigen. Ich sag schon wieder erledigen, erlegen. Ich meine, es kommt aufs Gleiche raus, aber erlegen ist das Wort. Ach, guck mal hier. Was finde ich denn da? Was ist denn das? Was ist denn das? Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Ach, immer diese Gier. Naja, auf jeden Fall kann ich jetzt schon wieder ein bisschen besser mongolisch. Jo. Ist ja auch was. Geht's hier gar nicht hoch? Okay. Was ist denn das? Ein Vogelnest. Und ich kann es anschießen. Also da es Winter ist, oder zumindest sehr kalt, gehe ich davon aus, dass ich niemandem wehtue, wenn ich da mal schieße. Dass die Vögelchen das vielleicht gerade nicht brauchen. Ach, das gibt so eine Feder. Federn. Mit Federn können sie Waffen verbessern und Pfeile herstellen. Okay. Na dann. So, was ist hier noch so? Ich halte jetzt einfach mal die Augen offen. Versuch's mal ein bisschen ohne Überlebensinstinkt. Soll ja eigentlich nur Hinweise auf die verlorene, verborgene, was auch immer stattfinden. Mhm. Es hieß ja noch nicht direkt Töter ein Tier. Deswegen. So, hier ist nochmal Holz. So, was haben wir denn hier? Könnte ich rüber? Mhm. Da hat was. Da funkelt was. Da gehe ich. Funkel, funkel, kleiner Stern. So, wo war's? Es war doch hier. Funkelt ist nur aus der Entfernung. Hier. Überlebensversteck. Ein Überlebensversteck ist in der Nähe. Hm, schon wieder weg. Ich drück mal hier. Oder waren das wieder Münzen? Nee, das waren die Ressourcen. Vergrabene Überlebensverstecke enthalten eine Auswahl an Ressourcen. Okay, das war das Überlebensversteck, worauf gerade angespielt wurde. Okay. Oh, so viel Zeug, ey. Das muss man erstmal alles klarkriegen im Kopf. Geht's hier auch hoch? Oh. Oh, nein. Ach. Leck mir am Arsch. Komm da auch anders hoch. So. So, hier hatte ich gerade geschaut. Ah, hier kann so viel oben in Bäumen auch sein. Furchtbar. Mich irritieren ja diese ganzen Äste schon allein. Alles leuchtet. Hier ist auch sowas. Na komm, zieh dich hoch. So, aha, hier ist wieder so ein... Es gibt dann wieder eine Münze oder was? Ja, tatsächlich. Und hier ist nochmal Mongolisch lernen angesagt. Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt. Aber die übrig gebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. So, gut. Und EP gibt's auch. So ein bisschen. Na dann.
Boah, ich mich abrollen können. Musst du skillen? Ja, muss ich wohl. Boah. Hier sind so viel von diesen komischen Ästen. Der bringt doch hier nichts. Aber gut, andererseits soll ja nicht jeder, wenn man, jeder von diesen Ästen, wenn man einen findet, gleich der Hinweis darauf sein, dass da was geht. Mhm. Muss ja auch ein bisschen normale Umgebung sein. Die dann halt, da sind sie, die Häschen. Hasen. Diese Ruinen hier. Verdammte Dinger. Mongolisch. Diese Ruinen hier mongolisch. Ja, habe ich schon rausgefunden. Warum waren das gerade rot? Weil sie gesprochen hat wahrscheinlich. So. Jetzt sind es die Ressourcen und nicht die Münzen. Hm. Was wollen wir denn noch machen? Was ist das denn hier schon wieder? Das ist... Oh Gott, erstmal das Zeichen finden. Das ist ein... Ach so, ein Überlebensversteck. Okay. Da hinten. Na denn... Ne, da oben ist auch noch was. War ich hier noch nicht? Nein. Das sieht doch aus wie eine EP-Kiste aus dem ersten Teil. Mal gucken. Ne, Relikt. Eine Krone. Von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? So, da ist noch irgendwo was. Kommt so ein komisches Geräusch, so ein tick, 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 tick. Mhm. Ihr Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen. Das habe ich jetzt rausgefunden, dass er sie beim Tod getragen hat, wahrscheinlich weil hier ein Stück fehlt. Dass ihm der Schädel gespalten wurde, als er sie aufhatte, oder was? Wahrscheinlich. Hm. Prinzenkrone. Ich hätte fast Prinzenrolle gelesen. Prinzenrolle. Yam, yam. So, hier. Oh. Lara. Was machst du denn? Oh, hier hat schon wieder was. Ah. Zip. Nee, aber da oben, da. Auch irgendeinen Hinweis, wenn ich hier stehe. Oder heißt es das nur, dass ich... Achso, dass ich hier das Seil hoch kann. Ich wollte aber hier über den Baum schon rüber. So, jetzt vorsichtig. Ist hier unten noch was? Also, da du ja auch nicht sinnlos Hasen abschlachten wolltest, dich aber trotzdem mit ihnen rumgeplagt hast, gehe ich mal davon aus, dass es ein Muss wird. Mehr oder weniger. Trinity. Schon, ja. Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Oh, Scheiße! Oh, Scheiße. Was war denn das? Jetzt ist gerade alles auf einmal passiert. Jetzt zeigt er mir hier an, dass ich auf Bäume klettern kann. Habe ich schon selber rausgefunden. Und es gab gerade einen Funkspruch, wo einer weggemetzelt wurde. Oh, Mann. Und rotes Licht. Und rotes Licht, ja. Ach, von da. Gott, der Horizont brennt. So, was sind denn das hier für Flaggen? Machen die was? Liegt hier... Ah, okay, auf Bäume klettern wieder. Ja gut, dann geht's vielleicht da hoch. Aber ich hatte doch... Genau. Da hatte ich dieses Überlebensversteck noch. Mal ein bisschen rennen, damit es hier schneller geht. So, hier ist kein Fluss, aber ein Graben. Mit Schütze? Ohne. Hm. Außerdem bin ich wieder so... Huch! Das Nest kullert mir weg. Hey! Es gab drei Federn. Ich guck mal auf die Karte. Jetzt habe ich hier eigentlich außer dem Höhleneingang... Das ist hier, das finde ich... Nee, das ist keine Karte. Das gibt's ja zweimal. Gibt's dafür eine Legende? Sollte ich es sehen? Ich sehe es nicht. Also ich sehe nichts, was hier dazu passen würde. Weißt, was genau meinst du jetzt? Diese beiden Dinger hier, das und das. Ach so, ich glaube, das sind einfach irgendwelche Dinge in der Landschaft. Ja, können ja nicht Karten sein. Eigentlich braucht man ja nur eine Karte für so ein Gebiet. Guck mal, hier ist noch ein Höhleneingang. Da will ich jetzt aber mal gucken. Vielleicht komme ich ja wenigstens da rein. Dort. Okay. Jetzt mal hier hoch. K
Karte aktu... Was? Ach so, durch den hier? Die Inschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf, aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Münzverstecke auch entdeckt. Oh, jetzt kommt wieder... Kommt man hier vom Hundertsten ins Tausendste schon wieder. Erstmal oh ja. Wollte ich zum Höhleneingang. Ja, das... Ach, das sagt es mir wahrscheinlich hier, weil ich hier hoch soll oder so. Keine Ahnung. Wo ist der Höhleneingang? Da. Danach gucke ich die Münzen an. So, wenn der mal nicht wieder zu ist, vielleicht habe ich Glück. Und ich kann die nicht einsammeln, diese Pilze. Das sieht so offensichtlich aus. Hatte doch vorhin schon mal diesen Baumstamm mit Pilzen drin. Mhm. So. Aha. Hier ist nix. Da ist... Oh, da ist... Ach, das kann man aber auch ganz schnell übersehen. Das Magnesiterz. Genau. Mama mia. So. Dann wollen wir nochmal leuchten. Da ist auch welches. Und irgendwie... Nee, ich dachte gerade, die Stalaktiten leuchten hier auch, aber war nicht so. Moment. Hier, was ist das? Wieder so eine Schriftrolle. Wieder so eine Schriftrolle. Schriftrolle? Yeah. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Ich schon. Ich entkomme dem Trinity-Orden, behaupte ich mal. Irgendwann. So, da ist noch was. Bisschen Magnesit. Soll es das hier etwa gewesen sein? Ein Dokument und ein bisschen... Oh, halt. Und ein bisschen Stuff. So, und jetzt haben wir hier einen Münzversteck. Da setze ich gleich den Wegweiser. Warum springt es hier runter? Naja, ja. Ja, also... Für mich war es das jetzt hier. Wenn du keine Anwender hast, gehe ich wieder raus. Ich erinnere mich nicht so genau an diese Höhle, aber ich glaube, da war nichts mehr. Wenn du dich nicht genau erinnerst, dann kann da ja nichts Weltbewegendes drin gewesen sein. Sehen wir es mal so. Ich habe es so. Ja auch nur einmal gespielt bisher. Ja, wieso? Hast du das andere Tomb Raider 5-mal gespielt, oder was? Zweimal auf jeden Fall. Ach, tatsächlich. Ja. Einmal kurz nachdem es dann rauskam und dann habe ich gedacht, nee. Also kurz vor Ende dachte ich dann, nee, das willst du irgendwann nochmal aufnehmen, wenn du einen Rechner hast, der das schafft. Und irgendwann hatte ich dann einen. Ach so, dann war das gar nicht mehr so sehr blind im Let's Play. Nee, nicht so richtig. So, jetzt haben wir hier unten haben wir noch was. So viel Zeit muss sein. Blöden Münzen hier. Hui. So, dann sollte aber jetzt hier mal Ruhe sein. Nee, ah, das gibt's ja gar nicht. Ganz am Anfang. Gut, da kann ich irgendwann nochmal hinreisen. Das lassen wir mal jetzt. Achso, und sonst? Ich glaube, ich habe es dann jetzt hier langsam. Außer die eine Höhle, wo ich nicht reinkomme. Da muss ich ja sowieso nochmal hin. Ich denke mal, ich kann wieder wie wild hin und her reisen. Irgendwann. Auf jeden Fall. Eigentlich jetzt schon, weil mit dem Lagerfeuer hat es mir ja schon gesagt, dass es gerade keine Reiseziele gibt. Aber irgendwann wird es die geben. Mhm. Beziehungsweise ich kann hier wieder zurück. Gut, dann schaue ich mal. Ja, jetzt zeigt er mir das hier zum x-ten Mal an. Schau ich mal, dass ich hier hochkletter. Ups. Aha.
tief Schnee. Schnee verlangsamt die Bewegung und behindert einige Aktionen. Das stimmt. Wollen die sagen, dass ich behindert bin? Na, sage mal. Frechheit. Nur weil ich mal die eine oder andere Taste nicht treffe. Das geht jedem so. Sagst du. Erkundungsteam, hier Overwatch. Bitte kommen. Ich glaube, er hat... Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Erkundungsteam, hier Overwatch, bitte kommen, hat er gesagt. Erkundungsteam auf dem südlichen Grat verloren. Letzte Kontaktstelle war bei den mongolischen Ruinen. Bereit machen für Befehle. Gut, also er hat jetzt dreimal Erkundungsteam gesagt, es geht um ein Erkundungsteam. Wahrscheinlich laufe ich dem gleich in die Arme. Schöner Lichteffekt hier. Ah. Oh nein! Boah! Oh, ich renne? Mr. Bear! Ja, wie bei The Revenant hier. Oh, oh, oh shit. Ich hab so das Gefühl, ich hätte einen anderen Weg nehmen sollen. Meine Aktion wurde behindert. Meine Fluchtaktion. Durch Schnee. Ja. Ah, ich muss hier, wo bin ich denn? Ah, ich muss hier rüber. Hier so. Scheiße, ich hätte springen müssen. Ah, Mann. Ach, du Scheiße, der nimmt mich aber auch auseinander. Das ist wirklich, wie bei ja, ne? Revenant, ich habe den Film gar nicht gesehen, aber ausschnittsweise sieht man ja diese Kampfsequenz mit dem Bären und die war schon brutal. Das Mann, das ist aber auch wirklich happig hier. Darf hier keine Zeit verlieren. Nee, habe ich nicht gesehen. Das ist nicht mein Genre irgendwie. Das interessiert mich irgendwie nicht so. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich darf hier wirklich keine Sekunde irgendwo einen falschen Schritt machen. Boah. So. Ich hämmer jetzt einfach mal drauf. Ja, komm schon, mach einfach. Hallo? Ich hab gar keine... Was hätte ich machen sollen? Es wurde gar nichts angezeigt. Oder habe ich übersehen? Nein. Ach da, noch. Na klar. Ausweichen. Ah! Geht die Geschichte wieder los. Ha, habe ich diese Taste belegt? Oder war es einfach nur die Eingabetaste? Oh je. Ich muss wieder schnell gucken. Mann, diese blöden Quicktime-Events. Nein, das war die hier. Ah, das war der... der Nahkampfangriff. Oh. So, komm jetzt. Hier. Die eine und die andere. Wird ja wohl klappen. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Puh, schwer angeschlagen. Ich muss die Wunde verbinden. Auf jeden. Heilende Ressourcen sammeln. Sammeln Sie Kräuter und Stoff, um eine heilende Salbe herzustellen. Also zu der Cutscene muss ich gerade mal sagen, eine eher misslungene Synchro. Vielleicht kannst du dich dran erinnern, das war jetzt die, keine Ahnung, 8-jährige Lara oder so und man hat genau gehört, dass es eine Erwachsene gesprochen hat. Ja, das hat es mir auch noch im Gedächtnis. Das fand ich gerade nicht so doll. Diese Blätter sollten die Blutung stillen.
Diese Blätter? Ach, diese Blätter. Schön, dass sie es sagt. Dann laufe ich auch nicht dran vorbei. Ich brauche einen Verband. Ein Verband. Na gut. Oder ist ein Erste-Hilfe-Kit oder was auch immer. Nee, doch nicht. Das habe ich auch gedacht, aber das ist leider nichts. Dachte, ich kann hier was nehmen. Noch ein Strauch. Na gut, so. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Was treibt Trinity da unten? Aha. Eine Kommandobasis von Trinity. Gut. Hm. Müsste reichen. Tja. Hier habe ich das. Ha! Sogar die Taste gefunden, ist ja irre. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an dem Bären vorbei. Der Bär. Ja, also doch wieder zurück. Mr. Bär. Das wird ein Spaß. Wie nennen wir den? Baloo natürlich. Oh. Auch eine gute Idee. Ich wäre jetzt nur auf Paddington Senior gekommen. Ja, kannst du auch machen. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Aha. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Jetzt werde ich fies zu dem Bären. Jetzt kommen Giftpfeile. Hm. Oh ja. Oh je. Armer Paddington. Stimmt. So, ich kann da hochklettern und ich kann hier hoch. Gucken, was gibt's hier? Aha, hier gibt's wahrscheinlich zwei Münzen. Nein, eine. Nee, das ist was anderes. Ach, das ist der Stoff? Nee. Doch. Moment. Ja, das war der Stoff. Ich brauche die Legende. Hier. Naja, das hilft mir jetzt auch nichts. Ist es... Oh Gott, so viel Zeug. Also hier auf der Seite befindet sich es wahrscheinlich nicht. Nee, das ist... Gut, also das ist Stoff, ja? Kannst du meinen Pfeil sehen, meine Maus? Ja, das ist Stoff. Das ist Stoff. Weil sie hat ja gerade bei dem Medikit gesagt, sie braucht Stoff. Da hatte ich aber noch keinen. Ach so, jetzt soll ich es anwenden. Ja. Ich habe es ja schon angewendet. Genau, du hast ja auch gerade welchen gefunden in dieser Kiste. Ach, in der Kiste war auch Stoff. Dann hat sie das automatisch irgendwie gemacht. Okay. Gut. Und hier hoch. So, dann wird sie mir jetzt irgendwie... Aha, Ressourcen. Ach, Bergungsgut. Mit Bergungsgut können sie in Lagern Waffen verbessern und zerstörerische Handobjekte herstellen. Zerstörerische Handobjekte. So, jetzt geht's erstmal wieder zurück in dieses Gebiet hier. Kann ich nämlich bei der Gelegenheit... Dann, da ich sowieso zum Lager wahrscheinlich zurück muss, kann ich gleich mal hier den Wegpunkt setzen. Oben. Na? So, jetzt rennt sie. Bergauf, im Schnee. Ja. Dünne. Du, ist mir lieber so, als wenn es ewig dauert. Ja. Ach, hier unten war das. Na gut. Lager. Und mal gucken, ob ich Pfeile herstellen kann. Oh, ich habe zwei Fähigkeitspunkte. Diesmal könnte ich ein bisschen mit Bedacht an die Sache rangehen und nicht... Vielleicht. Ah, das finde ich echt blöd, dass der hier gleich zwei springt immer. Ich drücke einmal zur Seite und der springt zwei. Gut, also ich darf nur mit der Maus rüberfahren und wenn ich drücke, ist natürlich zu spät. Okay, was haben wir denn noch alles? Und das kostet dann auch zwei, ne? Die zweite Stufe, ist das so? Nein, das kostet nur ein. Ja, stimmt. Kann ja nicht sein. Ich habe ja zwei Punkte, sonst könnte ich die ja jetzt benutzen. Das heißt, ich muss das anderweitig freischalten, um das überhaupt erstmal aktivieren zu können. Gut. Jo. Eisenhaut. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch Explosionen und Feuer. Ausweichkonter. Haha, mein Lieblings-Gameplay-Element. Klappt wunderbar bei mir. Setzen Sie beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung durch zeitlich abgepasstes Drücken von bla 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 außer Gefecht. Wie wir es eigentlich auch schon im ersten Teil hatten. Genau.
Effizienter Killer kommt mir auch bekannt vor vom Wort her. Feinde, die durch lautlose Kills erledigt wurden, werden automatisch ausgeplündert. Ja, kann sein, dass wir das hatten. So, Jäger. Pfeile wiederfinden. Ich mache ja mal die schnell vom Atemkontrolle. Aha. Ja, für die Bogenschüsse, dass es ruhiger ist. Hm. Plünderer. Munitionsmenge, die ich plündere. Aus Leichen wird mehr. Und Tiere glühen bei der Verwendung des Überlebensinstinkts. Größere Tiere hinterlassen Abdrücke und Blutspuren, die einfach zu verfolgen. Ja. Was haben wir hier? Schnelle Herstellung. Schnellere Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Aha, die kann man also live herstellen, ohne dass man irgendwie ans Lager muss. Listenreicher Kämpfer. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr EP. Wäre vielleicht ganz nett. Brandbomben. Stellen sie aus roten Benzinkanistern, die ich noch nicht gefunden habe, Bomben und aus feindlichen Funkgeräten Annäherungsminen her. Gottes Willen, was es hier alles gibt. Leichtfuß. Landen sie aus beträchtlicher Höhe sicher und ohne Schaden zu erleiden. Rollen sie sich bei der Landung ab. Das ist das, was mir noch fehlte. Genau. Ist zwar nicht der bedeutendste Effekt, aber ich wollte ihn schon 30 Mal anwenden und konnte nicht. Eifriger Lerner. Erhalten sie Bonus-EP durch Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte und Herausforderungen. Das klingt gar nicht schlecht. Ich habe ja nebenbei bemerkt auch 2 Punkte. Also einen könnte ich schon mal hier reinmachen. Weil ich ja doch sehr intensiv sammle und wenn ich dann jedes Mal mehr EP kriege, dann ist das sehr hilfreich. Auf jeden Fall. Auge für Details, das ist das, was ich nicht habe. Finden Sie mit Überlebensinstinkten leichter Herausforderungen? Ich glaube, ich nehme die beiden hier. Herausforderungen. Ach, dass die überhaupt leuchten, ne? Ich weiß gar nicht, ob die bisher schon leuchteten, aber dann nehme ich das. Genau, Auge für Details und den eifrigen Lerner mit Bonus-EP. So. Und jetzt wollte ich mir das hier angucken beim Bogen, dass ich, tja, hier geht nichts, hier ist alles rot. Wo sind denn die Giftpfeile? Nee, das ist ja gar nicht bei Waffen, das ist ja bei, das müsste ja irgendwo bei, gab es noch Munition? War das bei Inventar? Mhm. Ja, hier ist es, Munition, genau. So, bietet mir aber auch nichts an, außer geräuschlose Pfeile. Hast du denn schon genug Pilze? Ich habe jetzt nach der Option gesucht, dass ich Giftpfeile hier irgendwo drin habe und die herstellen kann. Ja. Deswegen bin ich irritiert. Hier sieht man es ja noch nicht. So. Warte mal. Wo sehe ich überhaupt mein Inventar? Also mein Inventar bin ich ja drin, aber meine Ressourcenliste. So. Pilze, 1 von 10. Moment. Also 10 heißt, ich kann 10 tragen, aber es heißt ja nicht, dass ich jetzt 10 brauche für den Giftpfeil. Genau. So. Aber woher weiß ich, wo ich den Giftpfeil herstelle und wie viel ich da brauche? Das sehe ich jetzt hier nicht. Nee. Wenn ich das mal so sagen darf. Wie sieht denn deine aktuelle Mission aus? Nur mal so gefragt. Ja. Finden Sie Pilze für das Giftpfeil-Upgrade. 1 von 3. Okay. Na dann. Werden die hier zufällig angezeigt? Wäre ja auch zu einfach. Dann leuchte ich mich mal ein bisschen durch hier. Oh Mann, das kann ja was werden. Sind das jetzt hier welche oder nicht? Aha, siehste. Sind ja doch welche. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Ich sollte ins Camp und es versuchen, sagt sie. Ja, wo ist denn jetzt noch gleich das Camp? Achso, hier. Hahaha. So. Huch. Ich glaube, ich habe mich gerade kurz verbrannt am Feuer. Giftpfeile. Nutzen Sie das Inventarmenü, um Giftpfeile herzustellen. So. Dann müssten die doch wohl jetzt hier sein. Ja, da. Giftpfeile kostet 2 normale Pfeile braucht man dafür. Und einmal Stoff und 3 Pilze? Oder wie? Genau. Und ich habe schon 9 Pfeile offensichtlich. Im Inventar. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Okay. Ja, also reicht alles aus. So, 2 von 2 habe ich. Gut. Mehr soll es ja erstmal nicht sein. Muss mich ausruhen. Oh, so kalt. So müde. Sie muss sich ausruhen. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Das kann ich verstehen.
Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Sophia, lauf weiter. Na los, wir haben sie. Lauf weiter! Los! Schnappt sie euch! Hier ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. Der Funk ist noch instabil. Bleibt in der Nähe. Wir müssen sie finden, bevor sie wieder auf Raubzug gehen. Das habe ich jetzt einfach mal schnell gemacht. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist, dass für... Denn eigentlich wollte ich hier mal zum Schluss kommen. Errungenschaft, einseitige Konversation. Okay. Ziemlich. Mal eben plündern. Zum Glück sind die nicht aufmerksam geworden, dadurch, dass der Funk abgebrochen ist. Herausforderung, raffen und weg. Was? Ach, Leichen plündern ist die Herausforderung. Na, das wird ja wohl noch möglich sein. Hier gibt's Pfeile. So, ja. Offensichtlich war hier ein Pärchen auf der Flucht. Der Typ hier, der gerade mein Lager plündern wollte, der handelt auch nach der Devise, erst schießen, dann fragen. Das hat er jetzt davon. Tja, so geht das. Ja, ich guck mal, wo hier Nummer 3 dann liegt oder läuft. Aber erst in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss.